Hallo, freut mich, dass du hier bei Gold Rush The Game dabei bist. Ja, wir haben die Anlage wieder befüllt, wir müssen sie nur noch starten, aber ich würde sagen, da es eh schon dunkel wird, überspringen wir kurz die Nacht und bis zur Dämmerung. So, da haben wir ein bisschen mehr Licht. Huch, vergessen, da kommt ja die Tagesübersicht. Ja, 312 Kubikmeter Schürfmaterial verarbeitet inzwischen. Ja, D-Rocker und Trichter sind voll, der Muldenkipper steht auch schon bereit. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir alles an, aber erst brauchen wir Wasser. Wasser, Wasser. So, alles an. Im Turm ist noch genug drin, wunderbar. So, lassen wir das durchlaufen. So, einmal alles gestartet. Die Lichter sind auch an, aber ist ja wurscht. Dann beleuchten die uns. Wunderbar. Ja, wir werden jetzt hier einen Cleanout machen. Dann werden wir das Gold am Goldwaschtisch rausholen und schauen mal, wie viel wir zusammenkriegen dieses Mal. Ich habe ja weitergebuddelt noch ein bisschen. Und da hinten diese Felder, wo ich begraben habe, da müsste eigentlich mehr Gold drin gewesen sein. Also ich hoffe, wir bekommen mehr raus wie beim letzten Mal. Vorsicht, Steinschlag. Ja, und wenn es von der Zeit her noch reicht, dann gehen wir noch zum Warabitis oder wie der jetzt nochmal heißt. Ich habe schon vergessen, ich war schon lange nicht mehr bei dem. Und kaufen uns einen großen Dieseltank. Den können wir nämlich, der wird nämlich hierher geliefert. Und den können wir dann immer befüllen lassen, weil meine Maschinen sind schon wieder alle leer. Ist überall nur noch ein bisschen drin. Kaum der Wert. Der kleine Dieseltank hier ist auch schon fast wieder leer. Der Bagger schluckt irre viel. Hier schluckt alles irre viel. Na gut, der einzigste Stromgenerator, der ist ein bisschen, oder der ist recht genügsam. Vielleicht weil wir auch nicht die ganze Leistung brauchen. Ja, und dann komme ich noch zum Kommentar von White Panther. Vielen Dank für deine Kommentare und die Tipps und Tricks. Beim letzten Mal hast du gemeint, die Waschrinnen, wenn ich das Wasser laufen lasse, man spült zum Gold raus. Ja, das zählt für diese Waschrinnen. Sobald wir die Gitter rausnehmen, spült hier Gold raus. Da kommt dann auch vom Spiel eine Meldung. Es liegt daran, weil da so viel Wasser kommt. Und du hast aber gemeint, ich soll hier noch die Schläuche hier trennen für die Hogpens. Also hier spült es definitiv kein Gold raus. Da kommt auch keine Meldung. Und wenn voll ist, bleibt es auch voll, egal ob da Wasser drüber läuft. Ich habe mir überlegt, es würde ja auch keinen Sinn machen, weil die sind ja eigentlich dafür gedacht, von Hand Dreck reinzuschaufeln. Und dann wird das Gold ja schneller rausspülen, als man es reinschaufeln kann. Also hier verlieren wir definitiv nichts. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Hätte ja sein können. So, jetzt schauen wir hier in den Muldenkipper. Jawohl, der Trichter ist schon leer. Da habe ich wieder. So, wie viel Sprit haben wir hier noch? Sehen wir gleich. Aber erstmal, Moment. Erstmal den Dreck hier rein. Den guten Paydirt. Naja, auch nicht mehr. Naja, ein Drittel voll noch. Das ist auch nicht mehr sonderlich viel. Dann würde ich sagen, es müsste von der Goldmenge her eigentlich alles passen. Moment, wo ist denn hier mein Diesel, mein Einfülltrichter hier? Dann tanke ich den schon mal voll. Dann haben wir das schon mal weg. Ja, ich könnte den Motor auch ausmachen. Das würde auch ein bisschen Diesel sparen, ne? Wie gesagt, hier ist eh alles teuer. Ja, ich habe mal sicherheitshalber Baggerzähne gekauft. Kamen vorher, wo ich eingeloggt habe, die Meldung, dass die im Angebot sind gerade. Dann dachte ich mir, ich habe ja das Ausrüstungsgeschäft hier auf dem Tablet, habe mir hier 6 Zähne herliefern lassen, weil wir an dem Eck, wo wir sind, da gerade doch öfters in die harte Erde kommen. Deshalb dachte ich lieber mal welche auf Vorrat haben. Die sind noch drin im D-Rocker 12%, dann können wir fast abschalten. Der Tank ist wieder voll, okay. Dann machen wir das hier zuerst. Den Schlauch raus. So, hier hin. Und ich glaube, dann können wir die Anlage abschalten. Noch nicht ganz. Ein bisschen läuft noch. Und Trichter ist ja auch noch was. Okay, na dann. Dann hatte ich ja noch Zeit. Ich dachte, ich bin schon wieder im Verzug hier. So, wie viel haben wir denn drin hier? 75, also ganz voll wird sie nicht. Aber ich will trotzdem den Cleanout machen. Und jetzt nicht noch weiter baggern.
Und wie gesagt, und dann den großen Dieseltank kaufen. Also die Planter hier, die Funktionsweise von dem verstehe ich nicht ganz. Weil hier in den Eimern sammelt es ja das Gold. Aber für mich sieht das eher aus, wie wenn hier die ganze Zeit Wasser rauslaufen würde. Also irgendwie, wie gesagt, also die Funktionsweise von den Dingern verstehe ich nicht so ganz. Von den Jigs, die habe ich verstanden. Wenn sich da einer auskennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie das funktioniert. Oder ich frage mal Dr. Google. Der weiß sowas doch bestimmt auch. So, erstmal alles aus. Dann das Wasser vom D-Rocker abdrehen, also die Hauptwasserleitung. Weil wie gesagt, aus den Waschrinnen, sobald ich die Gitter rausnehme und das Wasser läuft, da spült es mir das aus. So, ich brauche den Nuggetator. Und das war's auch schon. So, also wie gesagt, aus den Hotpans, hier fließt wenig Wasser, hier spült es nichts aus. Es ist immer noch ziemlich dunkel, jetzt ist wieder so Sonne hinter dem Wasserturm verschwunden, deshalb vielleicht. Machen wir die Taschenlampe an. So, was ist hier los? Wieso kann ich... Was ist hier mit dem... Das hatte ich letztens auch schon mal. Ganz komisch, jetzt geht's wieder mit den Matten. Da bin ich ein bisschen verwirrt, warum das so ist, weiß ich nicht, aber ist halt so. Solange es überhaupt dann wieder funktioniert. So, was passieren würde hier bei den Hotbands, das ist mir schon mal passiert, wenn ich die Matte hier rausnehme mit dem Gold und wieder reinlege, dann ist das Gold weg. Also das wird dann nicht wieder mit der Matte in die Rinne reingelegt, sondern da wird dann praktisch eine leere Matte reingelegt. Das ist ein bisschen, ist mir einmal aus Versehen passiert, das ist ein bisschen blöd. Ist ja eigentlich, ein Bär hat die Parzelle angegriffen und ein Kabel zerstört. Was? Ein Bär? Vielleicht läuft der Nuggetator ja. Was, wie, Kabel zerstört? Ein Bär hat mein Kabel gefressen. Die spinnen die Bären in Alaska. Hier? Die sehen alle so komisch, so knubbelnd aus. Irgendwelche Funken oder was? Nee, die sind alle so... Ah, hier? Okay. Der hat hier in mein Kabel gebissen. Naja, okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich so ein Kabel noch auf Reserve habe, aber... Werde ich mal nachschauen. Ein lauter Bärenangriff. Ich eigentlich die Waschrinnen auch ausputzen können in der Zwischenzeit, aber naja. So, kurz die setzen wir gleich wieder rein. Ist ja gleich nebendran. Knapp schon. Und die Waschrinnen, die lasse ich dann wieder liegen. Die kann ich nebenher dann irgendwann mal machen. Oh, eine ist daneben gefallen. Auch nicht so schlimm. Darf ich nur nicht vergessen das nächste Mal, bevor ich die Anlage anschalte. Ja, besser, ich mach's gleich. So, jetzt bin ich zufrieden. So, hier läuft kein Wasser. Also passiert uns hier auch nichts. Ja, die Matten sind, wie gesagt, leider nicht voll. Aber ich will trotzdem den Cleanout machen. Und ich habe ja schon... Vom letzten Mal war ja noch was drin. Ich habe da schon einen Cleanout gemacht. Also die Eimer mit dem... Gold, die stehen schon im Goldwaschunterstand oder Zelt, wie man sagen will. Zelt ist es ja nicht. Nur so ein paar Pfosten mit Dach drauf. Also wir werden ein bisschen mehr Gold bekommen, wie das, wo wir jetzt hier haben. Also keine Angst. Es sind schon ein paar Eimer vorhanden. Ja, die Planter, ich meine... Die lohnen sich. Da haben wir schon ein bisschen mehr rausgekriegt wie bei den Jigs. Da bin ich zufrieden. Könnte besser sein, natürlich, aber ich bin zufrieden. Und wie gesagt, wenn einer die Funktionsweise von den Dingern kennt, also so wie sie hier im Spiel für mich aussehen, irgendwie finde ich... vielleicht konnten sie es nicht anders umsetzen oder so. Aber da, wo die Eimer stehen, das sieht ja aus wie einfach Wasser, wo da runterläuft. Oder soll das der Goldstaub sein? Hoch. Hep. So, der ist schon fertig. Naja, wenn nicht viel Gold drin ist. Hier ist im Eimer 62, da müsste eigentlich alles reinpassen.
ohne Probleme. Da müsste eigentlich alles ohne Probleme reinpassen. So, dich brauche ich. Das ist die weit geschleuderte Matte. Na, nicht oben drauf stellen, sondern da rein tun. Sonst wird das nichts mit auswaschen. Ja, die Rinne oben müssen wir jetzt diesmal auch selber ausputzen. Weil die werden ja nur bei 100% gewechselt von den virtuellen Mitarbeitern. Ich habe schon wieder eine oben drauf gesetzt. Von den unsichtbaren Mitarbeitern. Die hier so, na kommst du? Willst du mir die Matte geben? Danke. Okay. Einmal gestartet, dann sammle ich so lang mal die Eimer hier ein. Oh, da habe ich ja noch leere Eimer. Na gut, dann stelle ich da gleich wieder frisch hin. Bevor ich das nächste Mal das, oder bevor ich es vergesse. Wow, das war ein großer Jump hier. Ganz schön fittes Kerlchen, ne? Der Goldschürfer. Der kann springen wie Spider-Man. So, der ist fertig. 86. Okay, so. Und da war noch ein leerer Eimer, ne? Ja, der ist leer. Den setzen wir gleich hier hin. Also habe ich auch schon mal vergessen, den hinzusetzen. Bin eingeschalten. Da kommt aber dann Gott sei Dank die Meldung, dass das praktisch nicht. Ist der voll? Na, nicht hinten aufmachen. Ja, der ist voll. So, zu. Ich lasse die Eimer rausrollen. Ja, da kommt Gott sei Dank die Meldung. Bei den Jigs damals, das eine Mal, wo mir das passiert ist, da kam keine Meldung. Da ist das Gold dann halt einfach futsch. Was war das für ein Geräusch? Hat irgendwas gehört? Wir nicht schon wieder einen Bär hier haben. Ein Kabel gefressen reicht. So, wo war mein Schäufelchen hier? Auf Anhieb gefunden. So, rein in Eimer. Ja, also wenn diese Mitarbeiter das machen, ist das schon um einiges angenehmer. Einfach laufen lassen, bis 100% ist. Dann kommt einfach nur die Meldung und schon sind die Gitter ausgeputzt. Sehr angenehm. Nur wie gesagt, leider kamen immer noch keine Mitarbeiter für für die Matten. Für die Waschrinnen und für die Hockpans. Das ist sehr schade, weil das ist die meiste Arbeit, die immer auszuwaschen oder zu wechseln vor allem. Wenn die schon dann an der Seite von den Rinnen nur noch wegnehmen muss und auswaschen, ist ja schon echt angenehm. So habe ich alle. Ich habe. So, das hat doch schon wieder länger gedauert, als ich dachte. Okay. Dann fahren wir kurz hoch, schalten noch das Wasser ab. Wow, nicht rückwärts rollen. Na, Posten umgemäht. Auf den einen kommt es nicht an. Die sind das nächste Mal wieder da. So, komm, raus hier. Während es sich bewegt. Ja, das war ja schon fast stillgestanden. Mein Gott. Kann man nur so kleinlich sein. So, und hier stoppen. Auch ein bisschen Diesel sparen. Eventuell wird es noch knapp mit der Fahrt in die Stadt. Na, notfalls nehmen wir die Schnellreise. Aber jetzt erstmal das Gold auswaschen. Wow, nicht so weit fahren. Vergessen, Motor auszumachen. Was ist wieder los hier? Ah, ich bin schon wieder so goldgierig hier. Lo, komm her. Ja, ein paar Eimer, wie gesagt, stehen hier schon. Habe ich schon. So, welches ist jetzt mein... Du bist mein Generator, den brauche ich. Ich habe das Licht vergessen, das Wasser vergessen, natürlich. Aber jetzt geht's dafür gleich los. So, Diesel ist noch drin im Generator, Wasser läuft. Wunderbar, hier passt alles. Waschtisch an. Magnetizer an und dann schütten wir schon mal die ersten Eimer rein. Wie gesagt, hier sind auch Eimer drin, wo kaum was, wo sehr wenig Gold drin ist, also da nicht wundern, sondern ich wollte einfach so viel wie möglich hierher schaffen. Und da habe ich halt mal alle Eimer, wo mal was drin war, schon mitgenommen. So, einmal zack, hier rein.
Einmal wieder drunter. Ja, wie gesagt, hier ist kaum was drin. Aber ich wollte bei den, na, sag schon, 7%, da können wir die anderen auch reinschütten. Bei den Plantern mal wieder gleichmäßig sein, weil der eine wurde gewechselt und der andere war irgendwie komischerweise ein bisschen buggy. Der wurde voll angezeigt, aber also unten der Eimer war voll, aber hier in der Übersicht war eigentlich dann leer. Ganz komisch. Deshalb habe ich einfach mal alle getauscht, auch wenn nicht viel drin war. So, 27 Gold. Wir hatten 3772, naja, 73 passt. Das merken wir uns mal, oder ich versuche es mir zu merken. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. So. Schauen wir, ob wir das diesmal überbieten können. Ich hoffe es doch. Auch wenn die Eimer teilweise so fast leer waren und hier nur zu 70% gefüllt. So, komm schon. So, rein damit. Das passt wunderbar. Hep. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir noch so einen fast leeren Eimer? Na, wirst du stehen bleiben? Dass mein Gold verloren geht. 81, okay. Ja, das passt doch. Rein damit. Ja, einmal scheint mal voll zu sein, ausnahmsweise. Ja, Magnetit. 10%. Eimerchen. Zwischen, ne, der Eimer war auch nicht voll. Ah, doch, der war sogar voll. 99, wow. 12.000 Pfund, wow. 12.000 Gramm Magnetit, wow, okay. Das war ein guter Eimer, ein ganz voller. So, wir haben 1.000 Gramm Gold gemacht bis jetzt. Ja, ich bin neugierig, wie lange uns die Geldreserve, diese 348.000 Dollar noch reichen. Bis wir wieder zum Schmied müssen, zum Goldschmelzen. Da bin ich noch neugierig, wie lange das noch aushält. Bis jetzt ist noch gut. Wir haben noch alles auf Kante an Gold, was wir geschürft haben. Können wir dann vielleicht alles einfach mal so viel wie möglich zusammensammeln und dann auf einmal machen. So, 160 Gramm Gold dazu, sehr gut. Ja, von der Zeit her wird es echt knapp in die Stadt. Das Goldwaschen hier dauert länger als gedacht. Ja, 20% Magnetit. Ich weiß gar nicht, wie viel wir für die nächste Verbesserung brauchen, aber ich glaube schon einiges. Ich glaube, da brauchen wir schon einiges. Die letzten Verbesserungen waren schon recht teuer, also was Magnetit betrifft. So, fertig. Und 650 Gramm Gold. Oh, wir sind schon über 6000 Gramm Gold. So, jetzt haben wir 3000 Gramm gemacht. Ja, das schaffen wir easy. Ja, das schaffen wir sogar ganz locker. Würde ich mal sagen. Gesagt 3000, wir haben schon über 3000. Ja, ein Eimer müssen wir reinschütten, sonst kommt nichts bei raus. Wie gesagt, erstens die Felder waren ein bisschen besser, wie bei unserem ersten Cleanout hier in Season 2. Und ja, ich glaube, ich habe hier auch mehr Eimer, auch wenn die alle voll waren oder nur so ein bisschen drin war. So, bei 7770 haben wir 4000 Gold zusammen. Das sollte auf alle Fälle machbar sein. Vielleicht schaffen wir sogar 5000. Das wäre genial.
Goldpreis ist zwar jetzt am Anfang der Season, glaube ich, gerade wieder im Keller, aber er wird schon wieder steigen, solange wir nichts abgeben. Und ich weiß nicht, wie das Spiel das berechnet. Dass jemand weiß, kann von mir es auch gern schreiben. Oh, der Eimer ist aber randvoll hier. Das ist unser nächster. So, 300 Gramm Gold. Nochmal 6000 Gramm Magnetit passt. So, jetzt nehmen wir den mal ganz vollen hier. Sehen, was dabei rumkommt. Ich hoffe mal, dass es so ein Waschrinneneimer, das wäre Bombe. 400 Gramm Gold. Ja, die 5000 sollten wir schaffen, oder? Ja, 11.000 nochmal Magnetit. Sehr gut. Das lohnt sich. Das lohnt sich. So, dann sind es noch drei Eimerchen. Da schnellen die Zahlen in die Höhe. Sehr gut. 8.300. 8.4. 8,6, ja, wir schaffen locker 5000 Gramm. Wir schaffen sogar noch mehr. Oh, hey, Eimer vergessen. So, du gehörst hier hin. Also das ist, muss ich sagen, ist auch gut, dass wenn da kein Eimer drunter steht, dass das Gold nicht einfach weggespült wird vom Magnetizer, sondern dass der dann schön wartet, bis der Eimer drunter kommt. Da bin ich doch recht glücklich. 1000 Gramm Gold. So, die 5000 sind überschritten. So, ich hoffe, ich habe auch dann alle Eimer erwischt, wo was drin war. Und habe nicht irgendwo einen hier reingeschmissen. Na, das werden wir dann schon, werde ich dann schon noch mitkriegen, wenn ich bei der Anlage irgendwo aufstellen soll, will. So, 162 Gramm Gold nochmal. 162, das müsste ein Plantereimer gewesen sein. So. Wir haben es hier. 9,3. 9,4. 9,5. 9,5. Okay. So, Magnetizer aus. Und das letzte Gold noch durch. Kommt schon 9,7. Bin ich zufrieden. Da haben wir 6000 Gramm Gold gemacht. Für den zweiten Cleanout in Season 2. Das wäre echt genial. Naja, nicht ganz. Um 100 Gramm zu wenig. Also mal 5900 Gramm Gold gemacht. Sehr gut. So, hier noch kurz ausschalten. Das Wasser müsste ich auch ausmachen. Ja, nee. Lass mal. Spare ich mir jetzt einfach mal kurz, lasse das Wasser laufen. Da ist genug drin. Außerdem ist der Fluss ist noch nicht Sommer. Also wir können... Achso, ich bräuchte ja hier gar nicht herfahren. Außerdem können wir damit, kann ich die Pumpe dann mal wieder anschließen und dann einfach wieder Wasser reinpumpen. Das kostet mich nichts. Ja, gut, Diesel. Oder ich kann auch jederzeit Wasser kaufen. Also von dem her... Hallo? Okay, danke. Na, ich brauche diese Ansicht, dass ich hier drehen kann. So, mal hierher gehüpft. Okay, wo ist der Dieseltank? Hier. Wie viel kostet der? 9200, großer Kraftstofftank. Menge 1. Hinzufügen. Den kaufen wir uns jetzt. Den kann man dann befüllen lassen. Dann brauche ich nicht immer zur Tankstelle. Jetzt ist nur die Frage... Stellung. Es ist nur die Frage, kann ich den noch auf die Parzelle? Holt Arnold Fahrzeug auf der Parzelle 3-4. Ja, dann können wir den darüber packen und Maschine bewegen. Sehr schön. Hier können wir mal gucken, ob es irgendwelche Pickup-Lackierungen gibt. Sind die alle gerade nicht aktiv oder warum sind die so verschwommen hier? Sehr komisch. 250.000. Geht das gerade nicht? Holt Arnold.
Moment. Ja, Workshop, das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe mal Buch nicht lackieren, sorry. Grundlackierung bitte. Ich habe mal versucht, den. Kann ich den jetzt lackieren? Ah, jetzt, okay, das geht. So. Die Seite bleibt immer gleich. Hier ist der Beaver und die Kanada-Flagge, wenn wir hier schon in Alaska sind. So, dann gehen wir kurz zum Claim zurück und schauen uns den Tank an. Ich weiß gar nicht, ob der einen festen Platz hat oder ob ich den selber rumschieben muss. So. Hat gerade gespeichert. Da leckt es mal ein bisschen. Ah, da steht er. So, er ist leer, logischerweise. Okay, und ich muss den natürlich auf den. Oh, Vorsicht. Okay, ich kann ihn mit dem Pickup schieben. Das versuchen wir dann. So, ich weiß noch nicht, wie viel da reinpasst. Kann ich hier hoch? Ich kann. Ja, da kann ich die Stahlseile, wie ich weiß nicht, da müsste ich den Bagger wieder herfahren. Das mache ich nicht. E benutzen. Okay, wie viel passen denn da rein? 10.000 Liter. Und passen in den kleinen, passen 1.000. Ja, okay. 27.000. Wow. Ja, abbrechen erstmal. Und der braucht auch Strom, oder was? Ja, er braucht Strom. Also müssen wir ihn eh. Ich weiß nicht, wie viel Strom der braucht. Das muss ich noch rausfinden. Dass so ein kleiner Generator reicht. Ich hoffe es mal. Das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Bis dahin, ich freue mich. Macht's gut. Ciao, ciao.